Bitte lass die Zunge drin. Bitte lass die Zunge. Er lässt es nicht drin. Schön, dass du da bist. Ich schaue heute die erste Eventfolge von Bauersuchtfrau. Die sind ganz entzückend. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Also wer es nicht gesehen hat, das sind die einzigen beiden, denen ich es von Anfang an geglaubt habe, dass die füreinander gemacht sind. Das sind auch aus meiner Sicht die einzigen beiden, die wirklich ernste Absichten und Gefühle, wo kein sonst irgendwas mitspielt. Er war ganz entzückend von Anfang an, weil er ihr, ich weiß nicht, am zweiten Tag oder so gesagt hat, er liebt sie. Schatz, ich liebe dich. In dem Fall freut es mich umso mehr, dass das funktioniert hat. Das ist für mich mein Paar der Staffel. Hallo. Darf ich ihn mir kurz ausborgen, oder? Wow, das war knapp. Ich kenne ihn ja schon länger als dich, muss ich ehrlich sagen. Das war sauknapp. Uiuiui, das ist eng. Dass das geklappt hat mit der Andrea. Mit Andrea. Das ist so eine geile Eigenheit von ihm. Er wiederholt immer das, was der Mensch vor ihm gesagt hat. Mit Andrea. Mit Andrea. Du musst einen schönen Blumenstrauß, gell? Blumenstrauß machen. Das ist ja traumhaft schön. Traumhaft bei dir. Bei mir. Und alle nur noch sagen, oh und ah. Oh und ah, genau. So. Er ist absolut großartig, wirklich. Mein absoluter Lieblingsbauer aus der Staffel. Ganz entzückend, dass er das immer noch sagt. Ein bisschen so wie dieses Meme mit der, sehen wir mal, was wird. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Was wird? Danke. Dankeschön, danke. Ja, müsst ihr dann auspacken? Ja. Darf ich dir den Mantel abgeben? Wo will ein Mantel abgeben? Let's look further. Gerne. Ja. Da war es wieder gerne, ja, gerne. Ich dich jetzt gerade kennenlernen. Das passt ja wirklich so gut zu deinen Augen. Ja, das ist wirklich schön, ja. Das Ganze. Müssen wir schauen, was ist das für ein Kratzer? Katze habe ich jetzt noch keine gesehen, oder ist der Franz das Tier? Das wissen wir nicht. Ist sie überhaupt schon da? Jetzt flippt er völlig aus. Jetzt gibt er Gas. Ich bin überkommen da, mein Heu. Einmal richtig ein. Einzubudern. Einzubudern. Ach Gott, also in Wien darfst du das nicht sagen. Wenn du... Bitte, liebe Wiener. Sagt mal, wie geil ihr den Ausdruck findet. 1 bis 10. 10 ist absolute Weltklasse. Ich finde ihn 12. Ja, mit dem bisschen einbudern. Franz, ich liebe dich jetzt schon. Großartig. Wer hat sich nachher gemeldet oder wie lange war Funkstille oder bist du gleich abgefahren oder bist du da geblieben? Also bitte sag es. Ich bin eigentlich verspanisch-Koffer gepackt. Verspanisch. Sie hat nicht spanisch-Koffer gepackt, sondern sie hat fast panisch oder wie sie gesagt hat, fast spanisch. Du hast ja zum Glück die Arbeit, die hängt dann ein bisschen ab. Ja, hängt ein bisschen ab. Vorfreude, Franz, ist dann schon wieder die schönste Freude. Die schönste Freude. Weil man weiß, sie kommt ja wieder. Sie kommt wieder. Wir sind ein Paar. Ein Paar. You win. Er hat's wieder nachgeredet. Dimitri. Hallo. Ich kann mit 99% sagen, dass die hoffentlich. Das Gezappel macht mich auch ein bisschen narrisch. Ich weiß nicht, was er hat, aber. Deswegen, weil es echt eine coole Sache ist. Und wir werden ja. Es hat mich echt leid dann. Also, es tut mir echt leid. Ja, er lebt in der Zukunft. Straßen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Ja, das ist ein sauer Entschieden, oder? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, muss ehrlich sagen. Ja. Muss ich ja sagen. Aber es ist die Frage der Fragen gekommen. Die Frage der Fragen. Wie gefällt's dir da? Na, wie ich mich gestern entschieden, wenn ich heimschick. Julia. Dich nicht. Hoppala, ein bisschen zu früh gekommen. Aber du kennst es ja. Boah, na Gott sei Dank, aber da passt der Kamerawinkel. Das sieht man nicht in den. Ich glaube, dass wir da gemeinsam jetzt angereist sind, bestätigt auch, dass es nicht nur eine Bettgeschichte war, sondern dass wir es wirklich beide einfach wirklich ernst meinen. Obwohl es als Bettgeschichte begonnen hat. Ja. Obwohl, ich bin so froh, dass es vorbei ist.